Hallöchen zusammen, herzlich willkommen zu einem ganz neuen Video und es wird diesmal würzig. Wir schauen uns Käsecracker an, natürlich reich an Protein und Kalzium. Gucken wir mal, ob sie auch schmecken. Ja, diese Let's Cheese Käsecracker, nenne ich es mal, oder Käsechips kann man sie auch nennen, liegen schon seit einigen Wochen oder eher gesagt Monaten, ich glaube bestimmt schon so 4 Stück oder so rum. Die habe ich mal bei Kaufland entdeckt. Und fand ich sehr interessant, wollte ich euch vorstellen. Irgendwie bin ich aktuell etwas knapp, was Videos angeht. Ich muss mir mal was einfallen lassen. Ich muss auch zugeben, kleine Geschichte nebenbei, ihr wisst, das gehört dazu. Ich habe die letzte Zeit nicht geschafft, einfach mal so in Ruhe durch so einen Supermarkt zu gehen und zu gucken, was mich gerade interessiert. Viel zu tun auf der Arbeit und irgendwie deswegen, es ist gerade nicht viel da. Also deswegen kommen jetzt mal Sachen, die so ein bisschen schon länger hier rumfliegen, weil... Ja, aber bald kommt ein neues Paket von Beast Mode, dann gibt es, glaube ich, auch wieder neuen Content. Aber gerade bin ich ein bisschen knapp und deswegen wird es jetzt mal Zeit hierfür. Und das ist ja auch gar nicht so schlecht, denn mal wieder was Würziges ist wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Und ich habe meine neue Kamera bestellt, die vielleicht überragende Bildqualität für meine Videos liefert. Doch dazu dann mehr, denn ich bin mir noch nicht so sicher. Ich muss sie halt erstmal anschauen und gucken, wie ich damit klarkomme, bevor ich dann entscheiden kann. Ich dachte gerade, ich hätte die Herdplatte angemacht. Weil mein Arsch kommt hier an die Schalter ran, ne? Da muss man ein bisschen aufpassen. Und dann werde ich sehen, ob ich damit Videos machen kann. Ich probiere es erstmal aus. Und dann werden wir sehen. Nur so als Info habe ich heute bestellt. Ja, Käsecracker. Was haben wir hier? High Protein, Source of Calcium und glutenfrei. Ja, die glutenfreie Aussage, die hätte man sich natürlich klemmen können, ist schließlich ja nur Milch. Muss man nicht extra draufschreiben, aber man kann es ja immer als Werbemittel nehmen, dass die Leute es dann kaufen, weil es dann trendy wirkt, glutenfrei. Reich an Eiweiß, natürlich, ist Käse, ist natürlich reich an Eiweiß. Und Calcium, ja, Calcium ist auch aus der Milch, entsprechend ist Calcium natürlich auch in Käsechips drin. Aber das jetzt so darzustellen, als ob das jetzt hier so voll Calcium super krass gesund wäre, weiß ich nicht, ob man es herausstellen muss, aber... Es ist natürlich nicht verkehrt zu wissen, dass Käse reich an Kalzium ist. Das sind gebackene Käse Natur. Das steht hier drauf. Ich habe knapp 2 Euro, glaube ich, bezahlt dafür. Es gibt auch noch andere Sorten bei Kaufland. Und Achtung, die Zutatenliste ist extrem, extrem übersichtlich. Zutaten 100% Hartkäse. Das war's. Also einfach nur Käse. Kann man als Snack nehmen oder als Topping. Oder auch in einer Suppe als Beilage. 100 Gramm haben 445 Kilokalorien, 27 Gramm Fett und 50 Gramm Eiweiß. Also komplett krasses Gain Food. Soll jetzt aber nicht natürlich nicht als Proteinprodukt gelten, sondern vielleicht einfach so als ein etwas anderer Snack für abends Netflix schauen. Da kommt mir schon... Wisst ihr, wie das ist? Oh, das war immer das Geilste. Ihr kennt doch sicher diese schönen, riesig großen Käsebrötchen, wo so eine ganze Scheibe Käse oben drauf gelegt wurde, das Brötchen soft und dann so am Rand, wo der Käse runterläuft, immer ein bisschen fester und dann verfließt der Käse ja auf dem Backblech und ergibt dann diese knusprige Krone. Mein Gott, war das gut. Ich habe es schon mal erzählt, damals... lustige Geschichte nebenbei, wir quatschen heute einfach mal wieder ein bisschen länger. Lustige Geschichte nebenbei, bevor ich Biochemie studiert habe, habe ich mein Abi nachgeholt. Und bevor ich mein Abi nachgeholt habe, habe ich tatsächlich eine Ausbildung angefangen. Es muss dazu gesagt werden, ich habe mein Biochemie-Studium, Achtung, das ganze Studium mit Master und Bachelor, tatsächlich gar nicht mal so schlecht abgeschlossen. Ich habe, und jetzt kommt, warum ich euch das erzähle, nicht, weil ich sagen will, oh, ich bin so toll, ich war nicht der Beste, keine Angst, aber was heißt keine Angst, aber ich will jetzt nicht sagen, ich war so toll, aber es war zumindest nicht schlecht, das Studium. Und bevor ich das gemacht habe, habe ich aber eine Ausbildung gemacht zum chemisch-technischen Assistenten, habe ich angefangen und habe es komplett versemmelt und versaut. Ja, und da, weswegen ich das erzähle, in der Mensa von dieser Schule, das war Berufsschule in Bochum zum CTA, also komplett versaut, Chemie versaut, Mathe versaut und nachher das Ganze einfach mal studiert. Das ist, irgendwann macht's Klick in der Pubertät und dann fängt man mal an auch zu lernen und so weiter. Ich habe früher nie gelernt und das war so ein Problem, weswegen ich dann auch erst gar kein Abi hatte und das nachholen musste. Und als ich dann gelernt habe, zweitbester im Abi und ja, Biochemie studiert. So ist das eben. Es muss manchmal einfach Klick machen. Nichtsdestotrotz, jetzt habe ich viel darüber erzählt. Was ich euch eigentlich erzählen wollte, ist,
an dieser Schule gab es eine Cafeteria und in dieser Cafeteria gab es das sogenannte Matschbrötchen. Was war das Matschbrötchen? Das Matschbrötchen war ein Käsebrötchen, welches, Achtung, aufgeschnitten wurde, mit Remoulade rein, oben und unten, und dann geschnittenes, gekochtes Ei rein. Es war der Himmel auf Erden und es war für mich damals so das Essen überhaupt. Es war episch geschmacklich. Und deswegen diese Geschichte zum Käsebrötchen. Ich weiß, ich habe wieder weit ausgeholt, aber so ist das hier normal. Ja, jetzt gucken wir uns mal die Krusten an. So die restlichen eine Minute vom Video. Ich versuche jetzt hier mal. Die sind so ein bisschen aufgepoppt scheinbar. Ein bisschen knusprig gepoppt irgendwie. Seht ihr, sie sind so ein bisschen dicker. Also jetzt nicht nur so flach, wie das bei so einem Käserandbrötchen ist, sondern schon so ein bisschen dicker, so ungefähr wie mein Finger. Ja. Oh, geil. Richtig geil. Mega, mega knusprig. Und wie gesagt, schmeckt, hängt natürlich immer von der Art Käse ab, die verwendet wird, schmeckt wie der Rand vom Käsebrötchen. Nur es ist viel lockerer, ne? Je nach Käsebrötchen, auch wenn es mal ein bisschen länger liegt, wird das ja so ein bisschen gummiartig, aber wenn das frisch gemacht ist, dann ist das auch richtig knusprig. Und die Dinger hier sind die Krönung von knusprig. Sehr lecker. Tatsächlich hätte ich gedacht, dass sie noch salziger sind. 3,1 Gramm Salz ist gar nicht mal so viel. Normalerweise hängt natürlich auch von der Käsesorte ab, hätte ich jetzt gedacht, dass sie noch salziger sind, aber sind sie gar nicht. Schöner Käsegeschmack, das Mikrofon freut sich gerade über das Crunchen. Schöner Käsegeschmack, nicht zu intensiv, erinnert wirklich an so eine Art Hartkäse, Parmigiano Reggiano oder irgendwie Grana Padano, irgendwie sowas in die Richtung geht da schon hin. Ja, also wenn ihr Käse mögt, dann könnt ihr das hier einfach gerne mal ausprobieren. Kann man sich natürlich auch selber machen. Das würden jetzt auch manche Leute schreiben, aber ups, ich denke, das kann man durchaus machen. Ist praktisch in der Box und dafür auch noch so schön aufgepoppt. Ich glaube, das schafft man zu Hause nicht. In der Tüte meine ich. Und ja, das soll es gewesen sein. Es gab mal wieder was würzig. Wobei, neulich gab es ja eigentlich auch die Pizza, die war ja auch würzig. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und bis morgen zu Kalendertürchen Nummer 3.